Ladies and gentlemen, this is Radio Free Pangaea. Let's subscribe to our reporter, Universal Innocent. Here I'm standing face to face at Pangaea's eastern border, in the middle of flooding waters, with gyres and volcanoes. Continents are drifting faster, restless mountains break away. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Oh, der versteht nur Niggese, Niggese, Niggese. Ich kenn Kotze, ich konnte nicht mehr hören. Das ganze Jahr Niggese. Herr Bell, beruhige diese. Oh, der versteht nur Niggese, Niggese, Niggese. Ich kenn Kotze, ich konnte nicht mehr hören. Das ganze Jahr Niggese. Herr Bell, beruhige diese. Hallo. Herzlich willkommen. Heute am 19. Da vorne haben wir es doch hier stehen. 19. November 2020. Ein Donnerstag. Ich hoffe, man sieht dies auch noch weiterhin da. Oh, ja. Einfach so. Aus gegebener Veranlassung könnte man es überschreiben. Oder ich nehme gleich den richtigen Titel, den ich mir erdacht habe. Es ist nicht schlimm, dumm zu sein. Viel schlimmer ist es, an diesem Zustand nichts zu verändern. Das schreibe und sage ich ja schon seit, naja, anderthalb Jahrzehnten, fast zwei Jahrzehnten. Viel Frucht ist es ja nicht, weil wir es ja mit Dummen zu tun haben. Ja, wir haben es ja mit Dummen zu tun. Die Definition, was Dummheit ist, ist ja bekannt. Habe ich schon mal auch, glaube ich, einen Beitrag gemacht. Ich habe ja so viele Beiträge gemacht. Aber dies ist heute mein allerletzter in dieser Form aus diesem Land. Ich mag hier nicht mehr. Verstehen Sie? Also Dummheit ist ja die mangelnde Begabung auf intellektuellem Gebiet. Also Unwissenheit, schwache, nicht ausreichende Intelligenz. Man kann auch sagen pars pro toto, also eine daraus resultierende, törichte, unkluge Handlung. Das ist das, was wir Google zu verdanken haben, wenn wir das so zusammengefasst irgendwie herauslesen. Und das ist das, was wir aus Berlin erleben dürfen. Die dann Maßnahmen, die alle seit März 2020 Verfassung, wo haben wir denn? Unsere Verfassung. Komm her, du kleines grünes Grundgesetz. Die Urform des deutschen Grundgesetzes. Ja, daran wurde gewerkelt und gewerkelt und gewerkelt. Und heute, also gestern, muss man ja unbedingt noch sich weitere Maßnahmen ermöglichen. Wie gesagt, verfassungswidrige Handlungen wurden legitimiert durch ein Gesetz, das also die Menschen mehr als auf die Straßen brachte. Will ich gar nicht drauf eingehen. Ich hatte in meinen hunderten Beiträgen immer auf friedliche Revolution gesetzt. Tue ich nicht mehr. Die wollen es ja auch nicht. Die verstehen es ja nicht. Die kriegen ja angeblich 30.000 E-Mails. Ich glaube nicht, dass der Dobrindt bis dahin überhaupt zählen kann und das ausschreiben kann, was 30.000 heißt. Na gut, von besorgten Bürgern, wie er sagte, andere sprachen von 1.000 bis 2.000. Interessant war, aus meinem letzten Beitrag, den ich ja nannte immer weiter bis zur Corona-Diktatur, welch ein Aufschrei in diesen Tagen von genau diesen Typen, die da in Berlin sitzen und sich jahrelang nicht gemeldet haben, mit Ignoranz oder wenn dann mit, wir sind an jenen Äußerungen nicht interessiert, löschen Sie uns und so weiter. Und dann musste ich Sie ja alle abwatschen, denn Sie sitzen auf öffentlich zugänglichen, von dem Souverän installierten E-Mail-Adressen, bla bla bla. So aktiv war noch nie zuvor eine Gruppe
Abgeordnete, und ich habe zum ersten Mal mehr aus Versehen, oder ich wollte auch mal sehen, was da rauskommt, auch sämtliche Abgeordneten der AfD, die ich zuvor nicht mit einer einzigen Mail bedachte in all den Jahren. Und das waren, halten Sie sich fest, die intelligentesten, freundlichsten und persönlichsten Antworten dieser Leute. Ja, mit entsprechend perfekter Anrede, mit entsprechend geteilten, zum Teil geteilten Ansichten etc. etc. Jetzt trinken wir doch mal, ich habe hier hinten viel aufgebaut, auf die geistige Gesundheit all derer, die da in diesem Bundestag noch und in allen Parlamenten noch und herumsitzen, denn sonst wird das Böse enden. Wenn die nicht, die da oben, begreifen, dass sie vom Volk bezahlt werden und nur Handlungen vollziehen dürfen, die das Volk auch will. Das ist unglaublich, was sich diese Bagage erlaubt. Und wenn dann Leute mit Formulierungen wie erweitertes Ermächtigungsgesetz sich richtig äußern, weil sie geschichtliche Zusammenhänge erkennen. Der Hintergrund ist natürlich schon etwas anders, mit Adolf Hitler das zu vergleichen, in Gottes Namen. Das ist ja Schwachsinn. Aber ich meine, ich hätte mir auch, wenn ich Lust hätte, noch weiter zu arbeiten für Sie da draußen, um Aufklärung, ironisch, satirisch, zynisch, dann hatte ich mir erst gedacht, ich muss den Gerichtssaal Nummer 600 aus Nürnberg einbauen und dann da die, damals waren es 21 tatsächlich, ich hatte mal im Vorbeitrag gesagt 20, also 21 saßen dort. Das passte ja ideal für den engeren Zirkel um Merkel und Konsorten. Die hätte ich da alle schön einplatziert, aber habe keine Lust, kreative Stunden da reinzuhängen, die Dummbatzen, die dann hinterher meine Seiten löschen, beziehungsweise die Beiträge löschen, Wahnsinn, in Verbindung mit Microsoft versuchen wir das aufzuklären, aber ich vermute ja eher, das ist das System, die Schnüffeltypen, die da rumhängen, nicht? Die vier Institutionen, die ich doch dankenswerterweise oft mit einbinde für ihre sinnlose Tätigkeit, nicht? Diese Faulenzer und Nichtschaffer im BND, im militärischen Abschirmdienst, im Verfassungsschutz, wen haben wir vergessen? Bundeskriminalamt, nicht dieser ganze Verein, der sollte sich um die richtigen Fälle kümmern, wie ja auch die Justiz sich um die richtigen zu kümmern hätte. Normalerweise gibt es ja so viel Probleme in diesem Land. Nein, wir müssen mit der Impfmafia zusammenarbeiten und schaffen neue Probleme für die ganze Welt. Und wir haben Milliarden, Milliarden über Milliarden für die Erforschung eines Impfstoffes, der theoretisch ja jedes Jahr sich verändern muss, weil das Virus sich ja auch schon verändert. Und dieser verrückte Name Corona, schon seit der Mitte der 60er, also 1965 wahrscheinlich, so eine Engländerin hat diesen Corona-Stamm als erste herausgefunden. Seit der Zeit gibt's das schon und das ist in uns drin. 5 oder 8 oder 15 Prozent, je nach die Bevölkerung hat das in sich. Und was jetzt geschieht, Schwachsinn und Freude, ich will da gar nicht mehr drauf eingehen. Deshalb, es ist mein letzter Beitrag, weil, nicht nur, weil sich meine ganze Mannschaft eingestellt hat zum Abschied, das ist natürlich Mr. Scrooge, ist klar, da der deutsche Michel soll irgendwie Ähnlichkeit mit mir haben, aber adieu. Charlie ist ja klar, Charlie Riffel eigentlich. Da vorne ist, ich glaube, wollen wir mal gucken, was ist noch da vorne? Ach, da vorne ist doch der Goofy, ganz vorne liegt der chinesische Drache, dann der Friedrich Merz, also der Nessie, mein Bernardiner Bernie, unser, also Münsterländer Bobby, hatten wir, aber das war ein ganz brauner. Aber das ist mein Schumi aus, aus Spanien, Cuenca. Das ist unser
Jaguar, der immer mit den Krallen aufpasst, dass das Grundgesetz auch beachtet wird. Flohchen, klar. Und hier das lasche Tee, mein Stony. Ne? So, da haben wir alle, ich glaube, mit mir zusammen wird das wohl eine komplette Fußballmannschaft sein. Ne? Ich brauche auch nicht zurückzutreten. Ich trete nicht deshalb zurück, weil ein Sturkopf aus dem Schwabenländle, in dem Deutsch, da wollte ich mit so einem Trainer, wollte ja auch arbeiten. Ich bin vor vielen Jahrzehnten vom LBV Phoenix Lübeck, erste Jungmann, waren wir so mit dem Team der ersten Mannschaft, Regionalliga Nord davor, ausgestiegen, weil das hier ein Proletenpack war, diese Fußballer. Ne? Also wenn ich so einen Trainer hätte wie den Löw, der die Sätze in dieser Form baut, da hätte ich auch nicht Fußball spielen können. Aber nun gut, diese Dummbatze, die da spielen, die laufen ja vor dem noch mit der Maske vor der Fresse. Super, super, super. Also ich war dabei, was alles zu ändern ist, liebe Hausfrau mit dem Schielauge, die sich Justiztante nennen. Inkassoaufsicht mal. Was da eine Wirtschaft herrscht, einen Willkürstaat sich im Staate gebildet hat, habe ich mal einen Beitrag kürzlich gesehen. Und dann die 9 bis 10 Millionen, die im Niedriglohnsektor, da können sie machen, was sie wollen und nachbessern und helfen und da ein Tröpfchen und dort fordern, bis Mindestlohn da und dort. Damit kriegen sie doch nicht eine Gerechtigkeit, dicker, fetter Heil, ist ja eine Schande. Diese Leute haben keine Visionen. Ja? Deshalb alles x-fach, 100-fach, allen um die Ohren geknallt, freundlich, höflich, bös, bissig, in jeder Form, einfach nur Ignoranz. Nicht? Die erntet man da, ja. Also Reformen gibt es ja ohne Ende, aber es ist ja wichtig, Hasspredigten im Internet zu bekämpfen. Ich schenke mir mal eine schöne Tasse Tee ein. Oh, Sie können es nicht sehen. Soll ich darauf verzichten, es Ihnen zu balancieren mit beiden Händen? Das ist ein wunderbarer... Ah, da komme ich schon rüber mit dem Duft. Ich habe mir extra eine kleine Tüte aufbewahrt, um zu sagen, was das denn ist. Ah, grüner Tee. Kokostraum. Mit tropischen Passionsfrucht- und Kokosgeschmack. Wunderbar. Also davon 2 Beutel und 2 Beutel schwarz und dann, wie üblich, Honig, 2 Teelöffel in diesem Fall und 6 Teelöffel Zitrone in dieser, haben Sie sie gesehen, in dieser edlen Kanne. Ja, und das werde ich mir gleich, ich glaube, aus taktischen Gründen, machen wir nur einen kleinen Break, ohne Einspielung, keine Musik, gar nichts, damit es bei YouTube läuft und damit niemand es mehr löschen kann, weil es dann bei YouTube ist, bei meiner Wolke auch, aber es ist wirklich, tatsächlich, nicht weil ich frustriert bin oder Zorn hätte oder man mich beleidigt, ach, da müssen aber viele, viele eher aufstehen, damit sie mit mir an einer Wand pinkeln können. Also da sehe ich ja sehr wenige, da sehe ich ja gar keine. Ja? Deshalb, wir machen mal einen Break und danach bin ich gleich wieder da. Ich will nur, dass die technische Geschichte mir keinen Streich spielt, denn das tut es ja oft genug. Kleiner Break. Ja, ich weiß nicht, wie lange es wird. Dailymotion hat ja auch wieder nur so einen kleinen begrenzten Rahmen, den man dort hochstellen kann. Was heißt neuerdings, aber seit jüngster Zeit. Ist auch nicht wichtig, nicht? Ganz wichtig war mir die Beatles. Natürlich mein Holstentor aus Lübeck. Concordia Domi Foris Pax, nicht? Eintracht drinnen, Friede draußen. Ja, diese unaussprechliche, unbedeutende Saarländerin, die Kriegsministerin, die schwört jetzt schon sich auf die Arschkriecherei in Richtung Amerika wieder ein. Dabei heißt es doch eigentlich Arschloch hoch Amerika. Da hat doch das Trampeltier den besten Beweis geliefert. Und sein Abgang ist ja wundervoll. Ganz großartig. Ja, natürlich, so ein Idiot muss mit dem Knall abtreten. Ich brauche keinen Knall. Ich mache hier einen Beitrag und schreibe dann endlos weiter. Ich muss ja meine ganzen Bücher erstmal richtig perfekt machen. Ich freue mich schon drauf.
Oh. Das ist ein Geschmäckle. Oh. Geschmäckle. Geschmäckle. Ach, Geschmäckle. FIFA-Korruptionsuhr. Ja, das ist alles ein Geschmäckle, was? Yeah. Aber ich habe mir was anderes noch notiert, damit ich nicht gar so nur alles aus dem Stegreif mache. Ach, treffen Sie niemanden, hat doch dieser Rotzlöffel da aus Wien groß verkündet. Geht's noch doller? Geht's noch bekloppter? Hatte nicht Gauland gestern auch der Angela auf der Anklagebank, sag ich mal, schon vorgeworfen und sie verlangen, dass die Kinder nur noch einen Partner zum Spielen haben, einen Freund haben sollen? Guten Tag. Ja, ein Käfig voller Narren könnte man auch zu diesem ganzen Verein sagen, ne? Le Miserable. Ja, die Verdammten. Das ist eine andere Geschichte, ne? Ja, die Verdammten. Von Victor Hugo. Der hat an seinem wichtigsten, diesen eben zitierten Roman, ich glaube 15 Jahre geschrieben. Der hat gesammelt, angefangen, dann 11 oder wie viele Jahre noch mehr, nichts mehr dran getan. Warum? Weil er für eine Prostituierte in einem Gerichtssaal Aussage machte für die Prostituierte, weil er beobachtete, dass irgend so ein Rotzlöffel, so ein Schnösel, so aus der, ich sage jetzt mal so, die Szenerie Brinkhaus und Ähnliches, nicht wahr, so Großkopferte denken oder Merz, nicht wahr, denken, man kann mit der Nutte da auf der Straße, die kannst du gebrauchen und dann machst du mal eine kleine Schneeballschlacht. Und da hat der ausgesagt, oh, das ist der Rotzlöffel gewesen, nicht diese Prostituierte, die Arme, die da am Hungertuche, nicht wahr, ihrer Berufung nachging. Ich lese mal von Bertolt Brecht aus Kalendergeschichten eine kleine Ballade von der Judenhure Marie Sanders vor. Den Zusammenhang werden Sie gleich erkennen. In Nürnberg machten sie ein Gesetz. Darüber weinte manches Weib. Das lag mit dem falschen Mann im Bett. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten. Die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Marie Sanders, dein Geliebter, hat zu schwarzes Haar. Besser du bist heute zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern noch warst. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Mutter, gib mir den Schlüssel, es ist halb so schlimm. Der Mond sieht aus wie immer. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Eines Morgens früh um 9 fuhr sie durch die Stadt, im Hemd um den Hals ein Schild, das Haar geschoren, die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, der Streicher spricht heut Nacht. Großer Gott, wenn Sie ein Ohr hätten, wüssten Sie, was man mit Ihnen macht. Die vergilbten Seiten zeigen uns, es ist ein Büchlein, das schon 1953 erschienen ist. Warum sage ich das? Erkennen Sie hier nicht diesen großen gelben Stern? Wie wir ihn auch immer gestalten. Ich habe mir ja meine Stones-Zungen präpariert. Das heißt ja nichts anderes als leck mich alle am Arsch. Aber so ein Stern, das ist doch so ein imaginäres Zeichen für alle die, die nicht geimpft sind. Das ist doch noch eine gute Idee, Herr Spahn, oder? Nein, es gibt ja keine Impfpflicht. Nein, nein. Da steht dann überall nachher nur, mit dem Impfausweis kommen Sie hier rein. Ohne Impfausweis dürfen Sie hier nicht rein. Und so weiter und so weiter. Das ist doch der Anfang. Wehret den Anfängen, ihr Schwachmaten. Aber wir sind in einem Käfig voller Narren. Ja. Wenn da die Nachrichten, die ProtestlerInnen, sagt die heute Morgen, die dumme Kuh.
Und im nächsten Satz die ProtestantInnen. Ich glaube, so heißt es, ne? ProtestantInnen, die ProtestnerInnen. Ja, die BeklopptenInnen, oder wie heißt es denn? Die BeklopptInnen, ne? Die BeklopptInnen. Ja, wir leben also in dem Land der Dichter und Denker mit diesen, ja, weh du mal runter, mit diesen herrlichen, mit der herrlichen deutschen Sprache. Ne? Diese herrliche deutsche Sprache könnte jetzt diesen wundervollen Tee, Sie können die Farbe nicht erkennen, beschreiben. Der Tee, der ist jetzt männlich, verdammt nochmal. Was ist denn das jetzt? Habe ich jetzt einen weiblichen Tee zufällig erwischt oder einen schwulen? Ah, das war ein lesbischer Tee. Na ja, genau, das ist ja ganz kompliziert geworden. Also ich schütte mir noch mal eine schöne Tasse Tee ein. Und du vergisst ja den Dreck der Welt. Ja, deshalb habe ich die Judenhure Sanders erwähnt. Weil dieser, wir nicht fern sind von Brandmarken. Ja, aber die SPD sülzt dann rum. Das Ganze diente nur zur Stärkung des Parlaments. Genau darum ging's ja, ne? Ja, ja. Warum habe ich hier das dickste Buch? Oh lala, das ist ein wundervolles Buch. Beatles Anthology in Schwarz. Passt heute zum letzten Beitrag. In Silber. Wer jetzt noch weiß, dass die sich auch mal früher am Anfang The Silver Beatles haben nennen dürfen, müssen oder wollen. Deshalb ist das in Silber. Sie waren nicht so überheblich, das in Gold zu setzen. Sie sind aber deshalb so großartig und eigentlich hätte das ganze Blatt in Gold sein müssen, weil John Lennon eine Gabe hatte, die unsere Typen, egal wo, in welchen Positionen, längst nicht mehr haben. Zu erkennen, wie man besser wird. Der John stand vor der Wahl, als er mit seiner kleinen Quarryman-Band, fünf People oder was aus seiner Schule da, hat er gedacht, wenn ich mit diesen Burschen weiter rumtingel, da kommt nichts Großes bei rum. Aber wenn ich den Paul McCartney, der davor spielte bei ihm, wenn ich den anheuere, und mit ins Boot nehme, dann besteht die Chance, dass wir Großes erreichen können. Sein Ego, das sicherlich über die Jahre dann auch gewaltig gewachsen ist noch, aber er stellte es hinten an und erkannte, dass der Paul zumindest gleichwertig war. Und mit diesem Paul begann eben das Begreifen dieser beiden, wir beide können es bringen, alleine schwieriger. Zusammen schaffen wir es. Aus dem Moloch Liverpool, dem Drecksloch Liverpool in die Welt und es groß zu machen. Und was haben wir heute davon? Die beste Musik, die jemals über die Lautsprecher lief und alles andere ist nur elendes Gekrampfe. Nicht? Ja. Also, das muss ich erwähnen, das ist, wenn man das mal so verfolgt, ganz bewusst vom Kohl angefangen, der nahm dann das Mädchen. Ja, okay, die Bilder muss man sich von damals anschauen. Da hätte man schon ahnen müssen, was da rauskommt. Ja, und dann waren diese Weichgespülten ohne Eier, die haben gedacht, oh ja, wir müssen weiblicher werden. Und dann hat man die zur Vorsitzenden gemacht. Jo, und das Dummvolk hat dann die auch noch gewählt. Und nun haben wir die über die Jahrzehnte anderthalb schon hinter uns. Und da kommen immer weiter Schwächere. Die hat alle Guten weggebissen, vermeintlich Guten einfach weggebissen. Und alle haben gedacht, na ja gut, also Angela macht es ja. Sie ist alternativlos, ohne Zweifel. Wenn keiner mehr da ist, ist sie alternativlos. Wenn man sie vergleicht mit der von der Leyen, von der Dingsbums, von der Dangsbums, der Saarbrücker Kriegsministerin und dann nehmen wir dieses ganze Geschwader aus der SPD-Abteilung, ja, dann ist sie immer noch alternativlos, obwohl sie ein Plumpsack ist natürlich, ne? Aber sie wird ja nicht für ihr Äußeres beurteilt, sondern für ihre Handlungsfähigkeit, wo wir jetzt gerade am Ende ihrer
ja, Leistungsfähigkeit, glaube ich, angekommen sind. Ja? man ist vertragstreu wahrscheinlich, hinter den Kulissen, anders ist es nicht zu erklären. Die Milliarden, die dieser Melinda Gates, die darf mich jederzeit anrufen oder umgekehrt, die sagt, ich darf dort immer jederzeit anrufen. Rufen Sie doch mal im Bundeskanzleramt an, ob Sie mal die Angela bekommen. Weil Sie natürlich keine 60 oder wie viele Milliarden hinter sich haben, kann da ja auch kein Gespräch zustande kommen. Ne? Ja. Also, wenn die doch nur ein bisschen mal, schon vor 10 Jahren... So lange habe ich mich schon gequält mit all diesen Typen in den Krankenhäusern. 4000 Kliniken. Hier steht irgendwo noch Bücher darüber. Beratungsresistentes Krankensystem. Ach, hier. Ja, da. Daneben steht beratungsresistenter Fußball. Alle Profiklubs der Welt. Nur dumm, nur abhängig von irgendwelchen Pharmaerzeugnissen und den entsprechend dort an der Angel hängenden. Das wäre die Gesundheitsreform für Herrn Spahn. Da hätte er sich all diesen Zirkus längst sparen können, wenn die Gesellschaft eine gesunde Gesellschaft wäre. Mit diesen Säften, lieber Spahn. Ja? Mal weniger in der Welt rumdödeln, wie das alle Schwulen so an sich haben, sondern sich um die Arbeit kümmern, die gemacht werden müsste. Ich habe dem Ministerium und dem dicken, fetten Altmaier geschrieben, 100 Mal. Und zuvor diese von der Leyen, die haben alle keine Ahnung. Und deshalb bin ich es leid. Versteht ihr das? Es lohnt ja nicht, sich aufzuregen. Meine Frau sagt, du holst den Herzinfarkt. Und diese Idioten sitzen dann später auf ihren dicken, fetten Pensionen und du hast dich kaputt gemacht. Nehme ich doch noch mal zum Schluss was Lustiges, oder? Der Besuch von Heinz Erhardt. Es klopft. Herein. Wer kommt? Freund Hein. Was willst du mit der Sense? Sprich. Ich will nicht viel, ich will nur dich. Was, heute schon? Ist schon so weit? Ach, lassen wir noch ein wenig Zeit. Nun gut, ich will mal nicht so sein. Ich schaue nächstens wieder rein. Ja, also, das ist mal der erste Teil eines kleinen netten Gedichtes. Wenn ich jetzt also in die Glaskugel gucken sollte, was geschieht? Was geschieht? In 100 Jahren werden meine vielleicht dann 1000 Bücher auf den Nationalbibliotheken nicht ausliegen, sondern ja nur als Pfeil da sein, weil ja kein Verlag in der Lage war, diese Masse Bücher zu drucken, ist ja klar, und auch Angst hat, so entgegen der Idee von John Lennon, dass es auch simple Dinge gibt, die über den eigenen Tellerrand hinauswachsen, an dem die da sitzen, nicht? Ja, also die Deutsche Nationalbibliothek ist ja schon gut gefüttert. Die Wiener, die tun sich noch sehr schwer, aber es ist alles egal, ja? Ich schreibe, ich sehe mich da schreiben, endlos. Ich freue mich sogar, ich sitze da und freue mich, weil ich diese ganzen Beiträge, die ja im Netz bei mir, wenn sie nicht von einem Idioten gelöscht worden sind, ganz einfach über meine Hauptseite landet man ja bei den Videos. Weil das fällt mir dazu ein, werde ich wohl häufiger einfach schreiben, weil mir was einfällt. Ich bin ja aus der Welt, aber ich bin aus der verrückten Arbeit, mich wochenlang verrückt zu machen für diese Dummbatzen da draußen, die es nicht wert sind. Ja, ich sehe mich da schreiben und schreiben. Ja, die Bücher werden fertig und fertiger und landen alle dann in den Bibliotheken. Und vielleicht wird ja auch mal sogar die NRW-Bibliothek da oben in Münster ihre Fehler korrigieren. Gehe ich gar nicht drauf ein. Wollen wir mal gucken? Haben wir den zweiten Teil? Der zweite Besuch kommt. Es klopft. Herein, es ist Freund Hein. Ach, du bist wieder. Gib doch Ruhe. Zum Nachbarn geh.
du Heini, du. Den kannst du, niemand wird's dich grämen, ganz schnell mal auf die Hippe nehmen. Na schön, ist mein Besuch dir peinlich? Ich warte draußen, bin nicht kleinlich. Jo, was können wir denn noch sagen, wenn der Hein noch mal abgeht? Habe ich mir notiert, die Schwächsten haben nur Angst vor eigenem Machtverlust. Genau das ist, was abgeht, ne? Genau das ist, was abgeht. Die Schwächsten haben Angst vor eigenem Machtverlust. Direkte Demokratie ist das Einzige, was uns retten kann. Okay, kommen dann die Kritiker wieder. Ja, da ist ja der lautest Schreiende und der Populist und der... Ja, Populist heißt nicht mehr als für das Volk sprechend. Ne? Hab ja so irre viele Beiträge, es ist alles gesagt, es ist x-mal gesagt, es hängt mir zum Hals raus, wie ich es nochmal wiederholen muss. Es ist alles geschrieben, wir brauchen es nur runterladen, es kostet alles gar nichts. Im Internet ist alles kostenlos. Ja, und die Bücher, fordern Sie sie an, wenn Sie kein Geld haben, schicke ich Ihnen das auch noch als E-Book kostenlos hinterher. Das habe ich ja nur schon tausendefach gemacht. Wunderbar. Ich habe keine Zeit, die zu hassen, die mich hassen. Mit denen zu diskutieren, die mich nie verstehen werden. Mir sagen über Menschen, mir Sorgen, Entschuldigung, mir Sorgen über Menschen zu machen, denen ich egal bin. Ich kümmere mich lieber um die, die mich lieben und mir wichtig sind. Ich rede mit denen, die mich verstehen und ich bin denen dankbar, die mich so nehmen, wie ich nur bin. Ich weiß nicht, von wem das geschrieben wurde. Das schickte mir mal ein netter Österreicher aus dem schönen Tirol. So, ist noch irgendwas zu sagen? Gesundheit haben wir angesprochen. Grundgesetz haben wir angesprochen. FIFA-Korruptionsuhr habe ich angesprochen. Die Welt ist dreckig. Lübeck, Beatles, Unterseeboot. Ich glaube, Hein kommt mit dem letzten Besuch. Mein Herr, dein Haar ist weiß, grau das Gesicht. Ich schreib mit Mühe dies Gedicht. Mein Hirn ist leer, mein Darm verstopft, bin so allein. Wo bleibt Freund Hein? Aha, es klopft. Okay. Ich habe fertig, sagte doch mal der große Trainer Trapattoni. Ich auch. Wiederschauen. Bah, jedes Jahr die gleiche Scheiße. Und der versteht nur Nickese. Ich kenn Kotze, ich konnt's nicht mehr hören. Das ganze Jahr Nickese. Herr Bell, beruhige diese. Und der versteht nur Nickese. Ich kenn Kotze, ich konnt's nicht mehr hören. Das ganze Jahr Nickese. Herr Bell, beruhige diese. Now let's go to our reporting with the independent evidence. I'm standing with open mouth, it's Pangaea's icy sounds. In the middle of frozen areas, all the life is dying out. Continents are moving fast, snow is covering all the past.